Jeder von ihnen weiß, worum es geht. Jeder von ihnen hat schon Dutzende Festnahmen gemacht. Professionelle Routine. Heute Nacht werden sie einen Mafiamörder verhaften. Fehler dürfen sie sich nicht erlauben. Denn zeitgleich soll der Cousin des Killers im 1000 Kilometer entfernten Brescia festgenommen werden, ohne dass sie sich gegenseitig noch warnen könnten. Minutengenaues Timing. Es ist nachts um drei. Wir begleiten eine Eliteeinheit der Carabinieri. Cacciatori, Jäger werden sie genannt. Schweigsame, harte Männer. Sie kennen ihren Gegner genau. Jetzt werden wir die Cousins festnehmen. Gleichzeitig werden wir noch eine sorgfältige Haussuchung durchführen als Vorsichtsmaßnahme. Die Operation läuft fast lautlos ab. Sie überraschen den Killer im Schlaf. 20 Jahre hat er wegen Mordes gesessen. Erst vergangenes Jahr kam er frei. Dann gab er zusammen mit seinem Cousin einen neuen Mord in Auftrag. Genug für nochmal 20 Jahre. Wir sind in Gioia Tauro, einem kleinen Hafenstädtchen in Kalabrien, das niemand kennen würde, würde die 'Ndrangheta, die kalabrische Mafia, nicht regelmäßig Schlagzeilen machen. Mehrere mächtige Clans der 'Ndrangheta herrschen hier. Sie ist der größte Kokainschmuggler Europas. Die 'Ndrangheta wurde doch lange Zeit nur wahrgenommen als lokales Phänomen, mit grausamen Verbrechen wie Mord, Waffen oder Drogenhandel. Dabei hat man nicht gesehen, was neue Untersuchungen jetzt zeigen. Sie ist mächtig genug, die legale Wirtschaft zu durchdringen. Das ist sicher momentan die größte Bedrohung. Heute hat die 'Ndrangheta rund 60.000 Mitglieder, operiert mit 400 Gruppen in 30 Ländern. Geschätzter Jahresumsatz 53 Milliarden Euro. Damit ist die 'Ndrangheta bei weitem die mächtigste Mafia Europas. Von der Küste hinauf in den Aspromonte ist es eine gute Stunde Fahrt. Aspromonte heißt übersetzt rauer Berg und genau das ist diese Landschaft. Rau, karg, wild. Berge, soweit das Auge reicht, dazwischen ein paar Dörfer. Hier schlägt das Herz der 'Ndrangheta, hier verstecken sich noch immer die Bosse, wenn der Staat nach ihnen sucht. Die Carabinieri von Platy zeigen uns, wie. Im Keller eines Hauses mitten im Dorf, es sieht aus wie ein Rohbau. Doch in einer Wand eine Öffnung, auf Schienen fährt ein Teil der Wand nach hinten und gibt den Zugang frei zu einem Bunker. Hier versteckte sich der Mafia-Boss Saverio Trimboli bis zu seiner Festnahme. Das Polizeivideo zeigt, wie perfekt das Versteck getarnt war. Die Festnahme von Trimboli ein Erfolg, aber keiner weiß, wie viele solcher Bunker es noch gibt. Zum Beispiel den von Giuseppe Aquino, genannt der Verrückte. Einer der meistgesuchten Mafiosi Italiens. Der Aspromonte ist nicht nur Versteck, sondern auch Treffpunkt. Lange dachte man, dass die 'Ndrangheta ein loses Netzwerk von Mafiafamilien sei, bis den Carabinieri diese Aufnahme gelang. Tausende pilgern jedes Jahr Anfang September zur Madonna von Polsi. Auch die Bosse der 'Ndrangheta, denn hier wählen sie den Crimine ihre Führung. Live-Mitschnitt der Vorstandssitzung eines Multimilliarden-Verbrecherimperiums. Es gibt eine Regel. Die Aufgaben werden nicht einfach so verteilt, sondern zweimal im Jahr. Und das müssen wir alle zusammen machen. Der Crimine, das ist niemand allein, sondern das sind wir alle. Alle zusammen bilden ihn. San Luca, nur ein paar Kilometer vom Wallfahrtsort Polsi entfernt. In diesem verlassenen Nest ist die 'Ndrangheta vor etwa 150 Jahren entstanden. Rund 4000 Menschen leben hier. 500 von ihnen gehören mit Sicherheit zur Mafia, sagen die Carabinieri. Vermutlich sind es mehr. Und nichts deutet auf den Reichtum und die Macht in diesem Dorf hin.
Der Unterschied der Drogenhändler von St. Luca zu anderen ist, dass sie ihre Drogen bei den Kolumbianern auf Kredit kaufen können. Wir reden da nicht über ein, zwei Kilo, wir reden über Zentner. Zentner von Kokain. Auf Kredit. Das zeigt, dass die Händler von San Luca Schwergewichte sind, weltweit. Pessimisten sagen, es sei zu spät, die Mafia zu besiegen. Optimisten halten das noch für möglich. In 50 Jahren vielleicht.